fort mit dem Tagesordnungspunkt 3, die Aktuelle Stunde von Fraktion Die Linke beantragt. Deswegen darf ich zunächst da um den Redebeitrag bitten. Und wie ich es eingangs bei der Tagesordnung gesagt hatte, starten wir in die Fraktionsrunde mit der AfD danach. Bitte schön, Herr Schäuble. Herr Vorsitzender des Stadtrates, meine Damen und Herren, seit Jahrzehnten wird das öffentliche Leben in unserer Stadt durch die Feste in den Stadtteilen bereichert. Neben kleineren Festen erfreuen sich vor allem das Elbhangfest, das Hechtfest und die Bunte Republik Neustadt großer Beliebtheit. Viele Menschen würden gern auch in diesem Jahr die Sommerzeit unbeschwert und fröhlich auf diesen Festen genießen. Doch das Elbhangfest wurde abgesagt, das Hechtfest findet nicht statt und die BRN ist an den Hürden der Verwaltungsbürokratie gescheitert. Der Ausfall dieser Feste ist ein großer Verlust für unsere Stadt, denn sie tragen ja ebenso wie die Parkeisenbahn, das Gondeln auf dem Carolasee oder auch das Elbeschwimmen, natürlich, das musste jetzt sein, oder auch das Elbeschwimmen dazu bei, dass Dresden eine liebenswerte Stadt ist. Und die Feste sind auch deshalb wichtig, weil sie vom ehrenamtlichen Engagement, den Ideen und der Kreativität der Menschen vor Ort geprägt werden. Das ist etwas, das wir wertschätzen, pflegen und unterstützen sollten. Denn all das ist nicht ersetzbar durch künstliche, kommerzielle Veranstaltungen irgendwelcher Eventagenturen mit irgendwelchen Eventmanagern. Und es ist auch nicht ersetzbar durch teure Empfänge und Partys des Oberbürgermeisters, die aus der Stadtkasse auf Kosten der Allgemeinheit bezahlt werden. Viele Menschen sind traurig über das Sterben der Stadtteilfeste und wünschen sich, dass sie wieder stattfinden. Das ist, wie ich finde, ein sehr berechtigtes Anliegen. Man darf diesem Sterben nicht einfach tatenlos zusehen, denn wenn gleich drei große Feste, die einen erkennbar unterschiedlichen Charakter haben, den Bach runtergehen, dann gibt es ganz offensichtlich ein grundsätzliches Problem. Deshalb haben wir von den Linken gehandelt und zwei Anträge in den Stadtrat eingebracht. Wir wollen erreichen, dass die Rahmenbedingungen und das Handeln der Stadtverwaltung so verbessert werden, dass die Feste wieder stattfinden können. Leider wird nur allzu oft der Amtsschimmel und behindert die Organisation der Feste, anstatt sie zu ermöglichen. Das muss sich ändern. Dazu sollen zunächst die Probleme genauer analysiert werden und eine gemeinsame Anhörung der beteiligten Vereine und Initiativen durchgeführt werden. Wir wollen, dass Stadtrat, Verwaltung und Festorganisatoren zusammenkommen, um gemeinsam an der Lösung der vorhandenen Probleme zu arbeiten. Und darauf aufbauend soll dann ein Maßnahmenplan erarbeitet werden, damit die Feste künftig wieder stattfinden können. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir, dass ich noch kurz auf einen Punkt eingehe, der den Menschen in dieser Stadt zu denken geben sollte. Über drei Jahrzehnte konnte die BRN stattfinden, und zwar in der Verantwortung konservativer Ordnungsbürgermeister. Das war zwar nicht immer einfach, aber sie haben stattgefunden. Das ist das Entscheidende. Und jetzt haben wir eine Situation, in der sowohl das Straßen- und Tiefbauamt als auch das Ordnungsamt unter der Kontrolle der Grünen sind. Und was müssen wir erleben, meine Damen und Herren? Den Tod der BRN. Also, liebe Grüne, das kann ja wirklich nicht euer Ernst sein. Wollt ihr denn wirklich als Totengräber der BRN in die Geschichte dieser Stadt eingehen? Wollt ihr das? Mensch, liebe Grüne,
Nein, Herz allerliebste Grüne, jetzt strengt euch doch mal ein bisschen an. Ein bisschen mehr Ehrgeiz darf doch zu erwarten sein. Mehr ermöglichen mit euren beten Bürgermeistern, weniger Amtsschimmel. Das ist mein Wunsch an euch. Vielen Dank. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. AfD, Herr Gilke. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, eine von vielen liebgewonnenen Traditionen sind die Stadtteilfeste. Es wäre schön, wenn ein bisschen Aufmerksamkeit da wäre. Danke. Eine von vielen liebgewonnenen Traditionen sind die Stadtteilfeste. Diese Feste sind eine wunderbare Gelegenheit für die Bewohner dieser schönen Stadt, auch mal zu feiern und mal die Alltagssorgen hinter sich zu lassen. Und da haben wir eine Reihe von weiteren Festen und nicht nur die drei, die in dieser Aussprache schriftlich fixiert sind. Da haben wir das Hochlandfest in Schönfeld-Weißig, das Westhangfest in Gorbitz, St. Piechen, Johannstädter Elbefest, Friedrichstädter Stadtteilfest, Neugrunaer Sommerfest in Blasewitz, das Tschachwitzer Dorfmeile in Leuben, das Lugafest in Prohlis und das Prohliser Herbstfest. Diese Feste und auch weitere kleine Straßenfeste in einem noch deutlich kleineren Rahmen machen das Leben in unserer Stadt lebenswert. Dafür ist es wichtig, dass ein paar Dinge passen müssen. Politisch neutral sollten diese immer sein, ergo ohne politische Interessenverfolgung. Es bedarf nicht in jedem Moment des Lebens die Politik. Bürokratischer Aufwand auf das Nötigste reduzieren, immer der Devise folgend, so viel wie nötig, nicht wie möglich. Gerade die Beantragung und die Auflagen, da ist mittlerweile so viel zusammengekommen, ist eine Reformierung dringend nötig. Dies hat dann nicht nur den Vorteil, dass es wieder einfacher wird, diese großen und auch diese kleinen Feste zu organisieren. Es spart auch Aufwand der Verwaltung, denn wo viele Unterlagen ausgefüllt werden und eingereicht werden, müssen diese auch geprüft und in manchen Stellen auch überprüft werden. Und natürlich die verwaltungsseitigen Kosten. Weniger Kosten, geringere Hemmschwellen, so etwas zu planen und zu organisieren. Eine kostenseitige Unterstützung der Stadt ist da auch von Vorteil, wenn der Steuerzahler mal etwas von seinem eigenen Steuergeld zurückbekommt. Insgesamt eine gute Sache, die wir befürworten. Sie wissen ja, die AfD ist für die Bürger da. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Filosina, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, nach Loriot kann man sagen, früher war mehr Lametta. Das stimmt. Was hatten wir alles für tolle Feste? Das ist richtig. In den 30 Jahren, in denen ich jetzt in Dresden bin, habe ich die alle mitbekommen und war auch viele, viele Jahre sehr begeistert mit der ganzen Familie da. Egal ob Bunte Republik oder Elbhangfest oder Hechtfest. Aber ich nehme jetzt mal bewusst das Beispiel Elbhangfest. Da ist aus meiner Sicht schon auch das Problem höher, weiter, schneller. Man hat einen professionellen Geschäftsführer eingestellt mit einem doch sehr erheblichen Gehalt, aber gleichzeitig wollte der Verein dann in der Konstruktion auch das Risiko nicht mehr tragen. In Pandemiezeiten war das absolut okay, aber ich finde, 2023 hat es mit der Vorkasse nicht funktioniert. Also das fand ich dann auch in dem Moment musste man wirklich sagen, hier scheint eine Zäsur fällig zu sein. Und die BAN im alten Stil, die scheiterte ja vor allem immer an der erfolglosen Suche nach einem Gesamtveranstalter. Und da wird ja schon seit vielen Jahren danach gesucht. Und Eva Jenichen ist, wenn ich jetzt richtig rechnen kann, erst ganz kurz im Bereich Ordnung verantwortlich. Und im weiteren Verlauf meiner Rede, glaube ich, komme ich auch noch drauf, dass da aus meiner Sicht sich dann schon noch einiges tun wird, was vielleicht dann im nächsten Jahr uns an der Stelle weiterbringt. Denn, ich komme jetzt nochmal zurück, was verlangen eigentlich dann auch große Vereine? Zum Teil verlangen sie dann eben, um das Risiko zu mindern, Bürgschaften. Auch das, finde ich,
ist eine Fehlentwicklung, weil wenn wir das anfangen, dann kommen wir, ich glaube, das kann jeder nachrechnen, in Teufels Küche, weil wenn wir dem einen eine Bürgschaft geben, warum dann nicht dem anderen? Das Problem sind jedoch aus meiner Sicht die Fehlbetragsfinanzierungen. Man muss nämlich Defizite machen und kann keine Rücklagen bilden. Und das ist natürlich auch ein Problem, was wir, glaube ich, unbedingt mal überlegen sollte, dass wir hier gemeinsam andere Wege gehen. Und vielleicht brauchen wir gar nicht so viel Lametta, wie wir hatten. Eigentlich waren nämlich die von der Bürgerschaft getragenen Ersatzfeste in der Neustadt und am Elbhang doch sehr schön. An diesen sollte man ansetzen. Viele Vorgaben überfordern allerdings die Bürgerinnen und Bürger, die sich da ehrenamtlich engagieren. Es wird einfach immer mehr gefordert und deswegen sollte man vielleicht auf der einen Seite über das Regensburger Modell nachdenken. Dort macht es das Kulturreferat. Es ist, glaube ich, nur wesentlich, dass es eine zentrale Stelle gibt, die das dort einfach die Koordination und das gesamte Genehmigungsverfahren übernimmt. Es gibt aber sicher auch andere Wege. Bisher sind nämlich die Verfahren einfach nicht aufeinander abgestimmt. Man braucht zum Beispiel fast eine Ausbildung in Verkehrsrecht beim Thema Absperrungen. Mein Wunsch ist, und da scheint es ja entsprechende Bewegung zu geben, dass die Verfahren jetzt endlich mal abgeglichen werden. Wir haben seit 2005 eine Koordinationsstelle im Ordnungsamt. Die trägt den schönen Titel Zentrale Koordinierungsstelle der Veranstaltungs- und Versammlungsbehörde des Dresdner Ordnungsamtes. Ehrlicherweise kennt die kaum einer und am Ende werden die Akteure dann bislang doch folgerichtig auf die jeweiligen Anforderungen und die abschließend entscheidenden Ämter verwiesen. Hier muss dringend evaluiert und vereinfacht werden. Und man muss diese Standards eben evaluieren. Und nach meiner Kenntnis, ich sitze ja nicht in AV, aber hat Frau Jenichen ja dort bereits angekündigt, entsprechende Evaluationen vorzunehmen und die Ergebnisse dann dem Stadtrat vorzulegen. Aus den Stadtbezirksämtern habe ich eben ähnliche Hinweise bekommen, dass es ganz dringend notwendig ist, die Standards zu evaluieren und eine zentrale Stelle zu haben, die wirklich koordiniert. Es muss für die kleineren Veranstalter leichter werden. Die müssen unterstützt werden. Man findet auch kaum mehr Freiwillige, weil man bisher 9 Monate Vorlauf braucht, wenn man irgendeine Veranstaltung anmeldet. Ich bin jetzt optimistisch, dass uns die Verwaltung die richtigen Analysen und möglichen Handlungsoptionen bzw. Bürokratieentschlackungen vorlegt, auf dass die Feste wieder im alten bürgerlich-nachbarschaftlichen Glanze und der notwendigen Portion Lametta veranstaltet werden können. Vielen Dank. Wir fahren fort in der Fraktionsrunde. Als nächstes CDU-Fraktion, Frau Nikolov. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates, sehr geehrte Damen und Herren. Wie heißt es so schön? Die Feste soll man feiern, wie sie fallen. Und ob Sie es uns glauben oder nicht, wir als CDU-Mitglieder, wir feiern sehr gern und auch sehr oft. Aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und genau das ist das Problem bei diesem Antrag. Blicken wir einmal 30 Jahre ungefähr zurück. Da entstanden die Stadtteilfeste, welche für die Bewohnerinnen und Bewohner im Kiez gedacht waren. Sie waren von diesen auch selbst organisiert worden. So konnte man vor den Haustüren selbstgemachte Bowle kosten, man konnte in einem kleinen Flohmarkt stöbern oder man konnte sich auf eine bunte Auswahl von Stühlen oder Sofas setzen. Und vor manchem Haus standen kleine Wasserwannen aufgebaut oder Eimer, Plansch und Badeecken für die Kinder wurden geschaffen gegen die Hitze. Was auch möglich war, noch unbekannte Künstler erhielten die Möglichkeit, sich einmal in ihrem Kiez vorzustellen.
Aber von diesem Stadtteil hineinwirkenden Festen haben sich leider die BRN, das Elbhangfest und auch das Hechtfest leider sehr weit entfernt. So wurden vor allem in den letzten Jahren die Feste immer irgendwie größer geplant und die Individualität ging leider verloren. Das ist besonders schade. Denn irgendwie traf man bei all diesen Festen immer wieder die gleichen Getränkewagen, Fressbuden, Künstler oder auch Akteure. Das Alleinstellungsmerkmal ist irgendwie verloren gegangen. Aber genau dadurch sollten sich ja die Stadtteilfeste voneinander unterscheiden. Und mit der Größe der Feste wurden natürlich auch die Auflagen und die Anforderungen immer größer. Wir haben aber bereits ein großes Fest, nämlich unser Stadtfest, welches über die gesamte Stadt ausstrahlt und sehr erfolgreich ist. Die Versuche vom Elbhangfest, der BRN und Co., dieses Stadtfest an Größe, Publikum und vielleicht auch an Umsatz zu erreichen, sind nun gescheitert. Natürlich ist das erst einmal traurig, für diejenigen, die noch sehr gerne diese Feste feiern. Es kann aber auch eine Chance sein, sich auf die Wurzeln zu besinnen. Die Stadtteilfeste sollten ihrem Namen wieder alle ihre Ehre machen. Als CDU-Fraktion sind wir sehr gern bereit, diese dabei auch zu unterstützen. Diese Feste leben von den Organisatoren, denen wir an dieser Stelle sehr danken. Denn ohne diesen ehrenamtlichen Einsatz gäbe es diese Stadtteilfeste nicht. Aber, liebe private Organisatoren, gehen Sie bitte auf den Urgedanken der Stadtteilfeste wieder zurück. Dass ein solches Stadtteilfest mit Unterstützung aus der Kulturförderung oder mit finanziellen Mitteln der Stadtbezirksbeiräte im kleinen Rahmen dauerhaft erfolgreich sein kann, zeigt beispielsweise das 32. Prohlisser Herbstfest, was wir im September begehen werden. Seit 32 Jahren bleibt es dem Ursprungsgedanken treu und wirkt in den Stadtteil hinein. In ähnlicher Form, wir hatten es vorhin schon gehört, trifft das auch zu auf die Tschachwitzer Dorfmeile. Die BRN, das Elbhangfest und das Hechtfest haben ihren Charakter durch ihren Drang zur Größe verloren. Diese mit öffentlichen Geldern zu retten, ist der falsche Weg. Wie bereits gesagt, es braucht einen Neustart im Kleinen, die Rückbesinnung auf die eigene Einzigartigkeit. Wir als CDU-Fraktion unterstützen diesen Neustart sehr gern, denn, wie gesagt, Feste sollte man feiern, wo sie fallen. Dankeschön. Wir fahren fort in der Fraktionsrunde mit der SPD-Fraktion. Frau Mühlbach. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger im Stream, ich möchte zunächst den Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion danken, dass sie uns ermöglichen, heute über dieses Thema, das viele Dresdnerinnen und Dresdner bewegt, in dieser aktuellen Stunde zu sprechen, wenngleich ich mir nicht ganz sicher bin, ob es strategisch geschickt ist, den Stadtrat heute mit einer aktuellen Debatte zu einem Antrag zu befassen, der noch weit davon entfernt ist, hier im Stadtrat einzutreffen. Man kann nämlich so ein Thema auch totquatschen. Es gibt mir trotzdem die Gelegenheit anzukündigen, dass meine Fraktion den vorliegenden Antrag mit einem eigenen Ergänzungsantrag konkretisieren wird, der zumindest die Möglichkeit geben wird, dass Straßen- und Stadtteilfeste 2024 wieder stattfinden können. Und ich möchte alle demokratischen Fraktionen, die sich hier ja schon dazu bekannt haben, dass sie diese Feste unterstützen wollen, gern einladen, daraus ein interfraktionelles Anliegen zu machen. Wir wissen nämlich längst, warum diese Feste, zumindest in der Form, wie sie bis vor Corona stattgefunden haben, abgesagt wurden. Es braucht nicht noch eine weitere Analyse und den Oberbürgermeister brauchen wir schon gar nicht fragen. Die zumeist ehrenamtlichen Organisatoren sind nunmehr weder finanziell noch organisatorisch in der Lage, diese Feste zu stemmen. Gründe dafür sind hoher bürokratischer Aufwand, das wurde von meinen Vorrednern bereits gesagt, für die Beantragung erhebliche Sicherheitskonzepte, Kosten für Energie- und Wasserversorgung und. Und das alles ist wirklich Mist. Wenn wir diese Feste behalten wollen, dann brauchen wir nennen es mal ein Toolkit Bürgerfeste. Eine ganz einfache Verfahrensvorschrift zur Anmeldung und alles am besten in einer Hand. Beantragung der Straßensperrung, Strom, Wasser, Container, Toiletten. Und dann kann der Beantrager im Idealfall die Straßen auch selbstständig sperren. Und das alles muss deutlich sichtbar und bekannt sein, wo man das anmelden kann.
Wir brauchen weniger Auflagen, die es möglich machen, dass Ehrenamtliche diese Feste auch weiterhin organisieren können und vor allen Dingen wollen. Ein Beispiel: Stadtteilfest Sebnitzer Straße, 80 Meter Festbereich, ein riesiges WC-Häuschen-Areal, 3 Krankenwagen und ein Security-Bereich mit 8 Mitarbeitern. Das erinnert eher an Fort Knox als an ein Stadtteilfest. Hier ist der Amtsschimmel, das lässt sich unschwer erkennen, gewaltig galoppiert. Und als Verwaltungspolitikerin möchte ich an dieser Stelle sagen, wir brauchen Augenmaß statt Übermaß, sonst produzieren wir nichts als frustrierte Engagierte, anstatt Anwohnerfeste für zufriedene Gäste. Die Stadt hat auch was davon, auch das sollte an dieser Stelle mal erwähnt werden, denn Elbhangfest und BRN und Co. ziehen Touristen aus ganz Deutschland nach Dresden. Und zweitens, und auch das gehört zur Wahrheit dazu, wer genau hingeguckt hat, auch das haben meine Vorrednerinnen teilweise schon gesagt, der hat festgestellt, dass diese Feste, die früher zumeist auf Hinterhöfen oder in Vorgärten entstanden sind, in den vergangenen Jahren einem zum Teil unerträglichen Höher, Schneller, Weiter, Größer, Teurer, Lauter zum Opfer gefallen sind. Und der Ruf nach kommunaler und höherer kommunaler Förderung wurde immer lauter. Wir müssen uns fragen, können wir vielleicht die Zeit dieser vermeintlichen Absagen auch jetzt nutzen zur Rückbesinnung? Auch das haben meine beiden Vorrednerinnen gesagt. Wie sind diese Feste ursprünglich entstanden? Was hat sie möglich gemacht? Wo war ihr Flair begründet? Warum wurden Ateliers und Kneipen und Gärten ursprünglich geöffnet? Nämlich, um hinter die Türen dieser Kieze zu schauen, die einem sonst nicht offen standen. Darum ging es bei den Aktionen der Anwohner in Hinterhöfen und Vorgärten. Und zur Wahrheit gehört auch dazu, eigentlich haben BRN und Elbhangfest und Hechtfest ja stattgefunden. Nur viel kleiner als in den vergangenen Jahren. Sparsamer, idyllischer und ursprünglicher. Und ganz, ganz viele, ich gehöre auch dazu, waren dabei, auch in diesem Jahr, und haben gedacht, eigentlich ist es das, wohin wir zurück wollen. Unsere kleinen, charmanten Stadtteilfeste. Ich komme zum Schluss. Wir werden als Fraktion, das habe ich schon gesagt, dafür einstehen, dass diese Feste wieder stattfinden können. Aber wir wollen auch, dass die Organisatoren mit dazu beitragen, ihre Konzepte auf den Prüfstand zu stellen und so zum ursprünglichen, charmanten Flair dieser Feste zurückkehren. Und dafür braucht es nichts mehr und nichts weniger als einfache und übersichtliche Antragsverfahren und weniger Auflagen. Vielen Dank. Als nächstes die FDP-Fraktion, Herr Zastrow. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Debatte gefällt mir so mittel. Also, dass die Kollegin Jenigen von Herrn Scholbach hier verantwortlich gemacht wurde, das kann ich ja eigentlich gar nicht schlecht finden, aber trotz alledem, also bei aller Liebe, die Kollegin ist wie lange jetzt dafür verantwortlich? Das ist schon, ich meine, der Verkehrsbürgermeister, da haben Sie recht, ja, aber es gibt ja auch eine linke Bürgermeisterin hier. Ja. Kultur, Tourismus, irgendwie. Also in der Schuldfrage können wir eine Weile hin und her legen. Nee, aber meine Damen und Herren, wenn man über die Ursachen spricht, ist natürlich ganz klar, die Veranstaltungsbranche hat, egal ob kommerziell oder nicht kommerziell, genau die gleichen Probleme. Die sind überhaupt nicht unterschiedlich. Wir haben alle genau die gleichen Probleme, egal ob du etwas kommerziell auf die Beine stellst oder nicht. Wir haben es mit massiv gestiegenen Kosten in allen Bereichen zu tun. Jede Dienstleistung, Sicherheitsdienste, wissen Sie, ist viel, viel größer geworden, kostet viel, viel mehr Energie. Das ist einfach so. Wir haben es damit zu tun, dass es auch infolge der Corona-Krise viel weniger Akteure gibt. Das heißt, eine Menge Schausteller, Menge auch Gastronomen, auch Händler haben aufgegeben. Die stehen eben auch als Partner für die Finanzierung von Events nicht mehr zur Verfügung. Und was wir auch gesehen haben, und das ist ein ganz großes Problem, wir haben ein völlig verändertes Kaufverhalten. Damit kämpfen vor allem auch kleinere Veranstalter, die noch Eintritt oder sowas nehmen, weil die Leute heute warten. Sie warten bis kurz vor der Veranstaltung. Das ganze Thema Kartenvorverkauf hat sich komplett gedreht. Das kann sich jeder vorstellen. Corona-Zeiten, Konzerte wurden abgesagt. Die Karten hat man dann letztes Jahr einsetzen können. Da gab es dann sehr viele Veranstaltungen. Das hat was mit den Leuten gemacht. Und das jeder, der mit Veranstaltungen zu tun hat, kennt genau das. Und
Es gibt vielleicht weniger private Sponsoren. Das heißt, selbst die Zuverlässigsten haben die Segel gestrichen. Die haben mittlerweile viele eigene Probleme. Und das muss man einfach wissen. Das ist das normale Setting, mit dem du, wenn du Veranstaltungen machst, zu tun hast. Hier wurde ja alles in einen Topf geworfen, auch BRN und alles, was dazugehört. Und die Gründe, warum die BRN oder das Elbhangfest nicht stattgefunden haben, sind übrigens sehr unterschiedlich. Bei der BRN gibt es überhaupt gar keine Einigkeit darum, wie das alles mal sein soll, weil, so spüre ich das auch als Stadtbezirksbeirat, die selber in den 90er Jahren als junge Leute dort kräftig gefeiert haben, wollen heute eben ihre Ruhe haben. Und man will das gar nicht mehr so, dass heute die heute jungen Leute genau das gleiche Recht für sich rausnehmen wollen, wie wir es damals in den 90er Jahren gemacht haben. Das ist einfach wahr. Die wohnen jetzt dort und wollen ihre Ruhe haben. Und deswegen kommt doch diese romantische Vorstellung, es muss alles kleiner werden und so wie es damals war. Ich will mal kurz sagen, das ist ein ziemlich naiver Ansatz. Jede Zeit hat ihre Feste. Und ob das ein gutes Konzept ist, wir daran zu denken, wir machen alles kleiner. Freunde, ich glaube, das wird nur eine Sünde sein. Warum haben wir denn die Situation, dass bestimmte Events so extrem nachgefragt sind? Es gibt einen einzigen Grund dafür. Weil immer weniger Leute bereit sind, was auf die Beine zu stellen. Es gibt einfach unheimlich wenige Leute, die noch bereit sind, anzupacken. Und das betrifft den kommerziellen Bereich und noch mehr aber den ehrenamtlichen Bereich. Das hat sich geändert und das wissen Sie aus jedem beliebigen ehrenamtlichen Verein. So, dass denen das Leben heute natürlich umso schwerer gemacht wird und wir dort was tun müssen, völlig klar, sehe ich ganz genauso. Aber das ist natürlich der Grund darin, dass immer weniger was auf die Beine stellen. Die dann was auf die Beine stellen, die werden dann oft heimgesucht, weil sie förmlich überrannt werden, weil die Leute natürlich was suchen, wo sie hin können. Freunde, das hat was mit Bürokratie zu tun und das haben wir tatsächlich auch selber in der Hand. Das wurde hier von einigen Rednern gesagt. Es ist aus meiner Sicht so, dass die Verwaltung aus dem Homeoffice nach Corona zurückgekehrt ist, mit ganz viel Elan jetzt auch noch alles, was bisher nie geregelt wurde, ist zu regeln. Sie kennen das mit dem Schilderbeauftragten, das ist mir schleierhaft, wie das sein kann. Die Anforderungen des Gesundheitsamtes, doppelt und dreifach Dinge, die durch Fachfirmen, durch Dienstleister längst geklärt sind, musst du trotzdem noch nachweisen, ganz schlimm. Ich habe selber bei mir auf dem Weihnachtsmarkt jetzt das erste Mal, das war dann in der Auswertungsrunde in diesem Jahr gewesen, ja, da wurde ich dann vom Ordnungsamt darauf hingewiesen, dass ich für die Feuerkörbe, die Teil des Konzeptes sind, und seit 2012 wurde das Konzept doch dreimal bestätigt, und wo es noch nie einen Zwischenfall gab auf der Hauptstraße, dass für die in Zukunft auch eine polizeirechtliche Genehmigung einzuholen ist. Versteht ihr? Warum eigentlich? Es gibt überhaupt keinen Anlass. Also wenn jetzt irgendwo was passiert wäre, ein Unglück, dann würde ich das ja verstehen. Aber nein, diese Verwaltung entwickelt eine eigene Dynamik, ohne Kenntnis davon, was das für alle bedeutet. Ich sage mal, wir als Professionelle können damit vielleicht noch ein bisschen besser umgehen. Ich sage nur vielleicht, weil uns auch das Personal fehlt und das genauso schwer ist. Aber ehrenamtlich mutet sich das natürlich am Ende keiner zu. Ich will nur trotzdem einen letzten Satz sagen, lieber Herr Schollbach. Danke für Ihre große Wertschätzung, die Sie, wie haben Sie es gesagt, irgendwelchen künstlichen Events, irgendwelcher Eventagenturen von irgendwelchen Eventmanagern entgegengebracht haben. Also ohne die sähe es in dieser Stadt ganz, ganz trübe aus. Und ich sage Ihnen auch eins, was Sie zur Kenntnis nehmen müssen. Finden Sie mal die Künstler, die heute, übrigens mit der gierigen GEMA im Rücken, noch kostenlos bei Ihnen auf Ihren romantischen Festen spielen. Nein, auch die haben das Recht, ordentlich bezahlt zu werden. Dienstleister haben das Recht, ordentlich bezahlt zu werden. Und das werden sie von professionellen Veranstaltern. Dafür brauchen wir Partner. Und einfach zu sagen, die machen hier irgendwelche künstlichen Events. Sorry, die am meisten besuchten, beliebtesten Events in dieser Stadt sind die, die von Profis gemacht werden. Dankeschön. Als nächstes Freie Wähler, Freie Bürgerfraktion, Frau Dagen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, zur aktuellen Stunde der Linken liegt ein Antrag zum selben Thema zum Grunde, auf den würde ich mich jetzt mal beziehen. Unter Punkt 2 wird der Oberbürgermeister beauftragt, schnellstmöglich über einen Bericht über die konkreten Ursachen der Absage
der genannten Feste BAN, Elbhangfest und Elbhangfest vorzulegen. Das geht, so meine ich ja nun ganz schnell, die Ursachen sind leicht zu recherchieren, wir haben es schon gehört. Bei der BAN ist es die erfolglose Suche nach einem Gesamtveranstalter. Beim Elbhangfest wurden einfach zu wenig Karten im Vorverkauf verkauft und beim Hechtfest können wir auf der Homepage lesen, das Eingeständnis des Vereins finanziell und organisatorisch nicht mehr in der Lage zu sein, das Fest zu stemmen. Bei allen drei Festen gab es Bemühungen unter dem jeweiligen Label, dies im kleinen Rahmen stattfinden zu lassen, aufgerufen waren dafür und dazu unter anderem die Anwohner. Beim Elbhangfest galt also das Thema Back to the Roots. Ich meine allerdings, dass die Förderung durch den Stadtbezirksbeirat von insgesamt 13 kulturellen Anwohnerprojekten, im Übrigen hoch gefördert, natürlich nicht zurück zu den Wurzeln bedeuten kann, denn diese lag vor Jahrzehnten eigentlich und weitestgehend im eigenen Engagement und bis dato im Einzelnen doch weitestgehend unabhängig von kommunalen und finanziellen Zuwendungen. Da ist über Jahre hinweg eine Mentalität gewachsen, die die Förderung zur ersten Prämisse gemacht hat. Und ich habe schon mal gesagt, Geld entsteht eben nicht dort, wo es bewilligt wird. Und manch ein Antragsteller versteigt sich da schon mal in die Äußerung, ich zitiere, das Projekt könne dann eben nach abgelehnter Förderung nicht durchgeführt werden. Unsere gestrige Sitzung im Loschwitzer Stadtbezirksbeirat hat dies wieder leider ganz klar vor Augen geführt. Selbst bei einer ausgerufenen und von mir durchaus ernst genommenen Haushaltssperre und das nun, ob nun mit einem Budget von 50%, 75% oder 80% Stadtbezirksmittel, wird munter Geld in Aussicht gestellt, weil es erst einmal nicht im eigenen Portemonnaie fehlt. Erst einmal nicht. Und ich sage Ihnen, eine Verstetigung dieser Fördermentalität werde ich als Beirätin und als Stadträtin nicht mittragen. Das darf, so meine ich, die Zukunft nicht sein. Insofern begrüßen wir den Punkt 3, wo der Oberbürgermeister beauftragt wird, konkrete Vorschläge zu den durch die Stadt beeinflussbaren Rahmenbedingungen. Und das betrifft natürlich die Satzung, das betrifft die Genehmigungsverfahren zu machen, damit Vereine und Initiative in den Stadtteilen wieder bereit und vor allen Dingen in der Lage sind, diese Feste wieder und weiterhin zu führen. Wir hier werden hinsichtlich der wohl immer schlechter werdenden wirtschaftlichen Lage unsere liebgewordenen Instrumente der Förderung im Gießkannenprinzip auch kritisch hinterfragen müssen. Dies allerdings natürlich auch auf beiden Seiten, auf Seiten der Antragsteller und auf Seiten der kommunalen Förderer. Und die angesprochenen Rahmenbedingungen hinsichtlich einer momentan schier unüberschaubaren Bürokratie muss verschlankt, benutzfreundlicher und kreativer gestaltet werden. Dies ist auch im Übrigen an anderen Stellen eine Grundforderung uns, unserer freien Wähler und freien Bürger. Und schon an anderer Stelle wurde angemahnt, wir haben nach Corona einfach wieder angefangen und wir haben auch einfach so weitergemacht. Doch hat diese schwere Zeit auch der kulturellen Entbehrungen tiefe Verunsicherungen geschaffen und auch, das merken augenscheinlich viele Veranstalter erst jetzt eine Veränderung im Konsumverhalten bewirkt. Und auch hier, so meine ich, beginnt die Aufarbeitung bei jedem Einzelnen. Und dazu gehören durchaus retrospektive Fragen, die im Prozess der ringenden Beantwortung Zukunftsaussicht geben können. Denn die erste Frage lautet, wie wollen wir weiterleben und wie wollen wir weiter miteinander feiern? Insofern befürworte ich durchaus ein Back to the Roots, wenn es denn mit viel Eigeninitiative und einer starken und zugewandten Kommune einhergeht, die ein Engagement für die Gemeinschaft in ihrem Rahmen unterstützt und nicht noch durch zusätzliche Auflagen und Bedingungen erschwert. Also wir meinen weniger Bürokratie, mehr Tatendrang. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde für die Dissidenten, Herr Aschenbach. Jawohl, ich glaube, ich mache das so. Jo. Aktuelle Stunde. Für eine liebenswerte Stadt, Dresdner Straßen- und Stadtteilfeste erhalten. Da rede ich doch über die BRN. In den vergangenen 6 Monaten durfte ich mit Öffentlichkeit, Verwaltung und Neustadt die Frage erörtern, was die BRN ist oder sein soll und ob sie stattfindet.
der bekloppten Verwaltungsidee folgend, es könne für ein originär anarchistisches Anwohnerfest einen Gesamtveranstalter geben, opferte sich die Partei und übernahm die Verantwortung für eine eigenverantwortlich von Anwohnern organisierte kommerzfreie BRN 23. Im dreiseitigen Antwortbrief hing die Stadtverwaltung ihren drolligen Großveranstaltungsfantasien nach mit allen möglichen und vor allem unmöglichen Anforderungen und willkürlichen Fristen. Die Partei stellte in einem 33-seitigen Konzept Verwaltung und Neustadt dar, warum ein Anwohnerfest keinen Gesamtveranstalter braucht und die bunte Republik nur durch konsequente Kapitalismusfeindlichkeit wieder zu dem werden kann, dem man so ratlos nachtrauert. In einer umfassenden Gefährdungsanalyse zerstreuten wir die diffusen Ängste der besorgten Rathausfanatiker. Als Gesamtveranstalter muss man in Dresden alles im Griff haben. Wetter, Terror, technische Störung, Parkproblematik. Wie dem auch sei, während das Konzept beim BRN 23 Freibierplenum die Massen begeisterte, ließ die Stadtverwaltung ihren tollwütigen Kettenhund los. Ordnungsamtsleiter Ralf Lübs. Ein Mann, der gesagt haben soll, er gehe nur bewaffnet in die Neustadt. Ralf teilte mit, die Zeit, über 6 Wochen, sei zu knapp und das Konzept für ihn unverständlich. Ach, er versprach, gegen Sondernutzung wie, ich zitiere, Pulten, Tischen, Teppichen, rigoros vorzugehen und kündigt vorsorglich und verfassungswidrig an, dass Versammlungen rundheraus verboten würden. Nun ja, wen kümmert's? Ein Mensch und ein Bollerwagen sind unaufhaltsam, 2 Menschen und ein Anliegen sind eine Versammlung, 3 Besoffene und ein Sofa ein Möbeltransport und bis zu 5 musizierende Menschen sind in der Neustadt genehmigungsfreie Straßenmusik. Die Neustadt braucht keine Erlaubnis, um BRN zu feiern. Das sahen wohl nicht nur wir so. Saftiger Knutscher und 3 Freibier für den unbekannten Schmierfink. Wo auch immer die Partei, die bunte Republik, ausrief, jubelte das Volk und feierte mit. Und so feierte die Neustadt BRN. Während die Partei unter dem Motto Bierrandale Nächstenliebe inklusive Barrikadenbauworkshop, Autoanzündlehrgang, Live-Musik und jede Menge Teppichen am Assi-Eck feierte, Kinder, Eltern und Omas stundenlang tanzten, verging sich das Ordnungsamt an 12-Jährigen, die einen Flohmarkt machten, und Jugendlichen auf einem Teppich, mit Knüppeln und Reizgas bewaffnet. Toll. Was sagt uns das alles? Erstens, die bunte Republik ist nicht tot. Trotz der Gentrifizierungsquote von ca. 97% und dem dummdreisten Repressionsgebaren der Stadtverwaltung feierte die Neustadt eine, wenn auch kleine, BRN. Eigenverantwortlich, selbstorganisiert und unkommerziell. Man sah, es ist nicht viel nötig, um ein Straßenfest zu feiern. Überall, wo Hinterhof, Kneipen, Straßen, Fenster und Balkonkonzerte stattfanden, wo irgendwas passierte, war BRN. Es wurde getanzt, getrunken und gelacht. Völlig ungenehmigt. Zweitens, im BRN-Streit Stadt versus die Partei attestiere ich ein klares Unentschieden. Vielleicht machen wir nächstes Jahr das Rückspiel. Drittens, solange die Stadtverwaltung Straßen- und Anwohnerfeste behandelt wie kommerzielle Großveranstaltungen, verhindert sie sie. Dass der ganze Gesamtveranstalteransatz Unsinn ist, meint auch der allseits anerkannte ehemalige Ordnungsmeister und Jurist Detlef Sittel. Nachzuhören im Internet. Wie überzogen die schwachsinnigen Sicherheitsauflagen sind, sieht man an den Kleinstfestchen des bunten Sommers. Für 50 Meter Nebenstraßenfest müssen Absperrgitter und ein Dutzend Securities bezahlt werden. Die auftretenden Künstler gehen deswegen trotz Förderung wie immer leer aus. Und eine blöde Frage noch dazu. Wozu hält sich die Stadt eigentlich eine 40-Mann starke Prügeltruppe, die ohnehin nicht mehr Befugnisse hat als jeder andere Depp, den man in eine Fantasieuniform steckt? Übrigens, wohin konsequent repressive Ordnungspolitik führt, kann sich derzeit nicht nur der Franz Hacken-Lindner bei seinen heimischen Straßenfesten anschauen. Viertens, mit der Partei als Gesamtveranstalter der Herzen wurden keine Bullen verletzt. Neustädter sind friedlich und die Polizei kann das auch, im Gegensatz zum Ordnungsamt. Fazit. Es ist die Aufgabe einer Stadtverwaltung, für ihre Bürger zu arbeiten und Engagement zu unterstützen. Stattdessen arbeitet sie in Dresden gegen sie. In ihrer autoritär-zentralistischen 60er-Jahre-Allmachtsvorstellung erstickt sie jedes Streben. Wem gehört die Stadt, frage ich, denn klar ist, nicht der verschissenen Verwaltung. Die verwaltet sie nämlich nur. Es sind unsere Straßen, unsere Feste. Es ist unsere Stadt. Wird Zeit, dass es auch die Verwaltung begreift.
Bis es soweit ist, rate ich jeden, der in dieser Stadt ohne kapitalistische Gewinninteressen oder üppiger Förderung feiern will, bloß nicht anmelden. Dresden ist tot. Es lebe die BRN. Soweit Ihre Redebeiträge in der Fraktionsrunde. Gestatten Sie mir noch ein paar wenige Sätze für die Verwaltung zur aktuellen Stunde zu sagen. Ja, es gibt zwei ganz wesentliche Gründe, die das Veranstalten schwieriger machen. Das ist egal, ob das jetzt im ehrenamtlichen, vereinsgetriebenen oder kommerziellen Bereich ist. Wir sehen eine sehr, sehr starke Kostenentwicklung in verschiedenen Bereichen. Das sind Energiekosten, das sind Personalkosten, das sind steigende Gebühren und erhöhte auch Sicherheitsanforderungen. Deswegen erinnere ich daran, dass ich Ihnen genau aus diesem Grunde im Rahmen der Haushaltsplanung vorgeschlagen hatte, eine Verstetigung der Mittel, die wir zusätzlich eingesetzt haben in Corona-Zeiten zum Erhalt und zur Fortführung von Festen und Veranstaltungen zu verwenden. Sie haben es umverteilt, das ist Ihr gutes Recht, aber dann braucht man sich nie nachträglich mit großen Krokodilstränen hier hinzustellen. Zweitens sehen wir eine zunehmende Regelungsdichte und Bürokratisierung. Das ist so. Das ist aber jetzt auch nie ausschließlich den Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung zu schieben, sondern das hat hier seine Ursachen. Das hat Ursachen. Wir erinnern uns an die Dilemmata in Duisburg bei der Love Parade. Wir erinnern uns an das Attentat am Berliner Weihnachtsmarkt und damit natürlich von den Sicherheitsbehörden deutlich höhere Auflagen bei entsprechenden Veranstaltungen. Weil ich will gerne mal die Redebeiträge, ich will sie nicht hören, die Sie machen, wenn wir mit so einer Thematik konfrontiert werden. Denn haben Sie sich alle in die Büsche geschlagen mit allen Reden, die hier gehalten worden sind, sondern da trägt die Verwaltung die Verantwortung dafür. Und das versuchen die Kolleginnen und Kollegen schon mit entsprechender Inbrunst und Überzeugung und Fachkompetenz zu machen. Und es gibt einen zweiten Punkt, der macht es den Kollegen auch häufig nicht leichter. Das sind Punkte, wo natürlich sagen, wir waren in den 90ern, klar, alle in einer gewissen Aufbruchsstimmung und da haben wir miteinander uns gefreut, gefeiert und haben das genossen. Heute haben wir immer wieder Beschwerden. Das sind Einzelne, die aber natürlich nach unseren Rechten auch ihre Rechte wahrnehmen können. Und das muss die Behörde entsprechend abwägen. Und in solchen Thematiken sind wir drin. Ich will ja natürlich nicht außen vor lassen, dass auch die einzelne Vorschrift mal schon im vorauseilenden Gehorsam umgesetzt wird. Deswegen haben wir uns, und wir wollen auch eine lebendige Stadt als Stadtspitze haben und freuen uns an der Festkultur dieser Stadt und sehr intensiv gerade zu Beginn dieser Woche als Leitungsteam auseinandergesetzt, wie können wir hier eine Verbesserung für die Veranstalter herbeiführen. Da sind wir erstmal sehr dankbar, dass sich ein Großteil der Veranstalter in einem neu gegründeten Arbeitskreis der IHK zusammengefunden hat und ich sage mal mit Fachkompetenz auch die Knackpunkte uns aufarbeitet und an der Seite steht, darüber zu diskutieren und dafür Lösungen zu finden. Wir haben zwei wesentliche Festlegungen gemacht. Zum einen unter der Federführung von Frau Kollegin Klepsch sich mit den Festivitäten insofern auseinanderzusetzen, dass wir uns anschauen, wie können wir Veranstalter bestmöglich insofern unterstützen, dass sie Rahmenbedingungen vorfinden, auch unter einem höheren Anspruchsprofil, was da ist, noch in der Lage zu sein, das durchzuführen. Was meine ich damit? Wenn Sie ein Veranstalter sind, der einmal im Jahr eine Veranstaltung macht und der hat Pech, an dem Wochenende schüttet es Bindfäden, dann kommt er natürlich auf seine Kostenstruktur nicht. Insoweit sich damit beschäftigen, können wir eine Art Ausfallbudget für solche Extremfälle Veranstaltungen mit an die Hand zu geben, die das eben nur einmal im Jahre machen. Ein zweiter Punkt ist, ja, wir haben Sicherheitsanforderungen, die sollten wir sehr ernst nehmen und die sollten wir auch erfüllen. Wir haben aber in verschiedenen Bereichen mittlerweile auch uns Technik und Gerät zugelegt. Wie weit können wir mit einem Pool von Möglichkeiten, die wir haben, vom Schild angefangen bis eben hin zur Absperrtechnik,
zur Sicherheitstechnik, daraus ein Unterstützungsangebot machen. Das wird, und vieles mehr, wird von Frau Kollegin Klebsch federführend aufgearbeitet und entsprechend dann für uns zur weiteren Empfehlung und Verabschiedung dann auf den Weg gebracht. Und zum Zweiten kümmert sich Frau Kollegin Jenichen darum, wo ja schon die Koordinationsstelle angesiedelt ist im Ordnungsamt, diesen Prozess nochmal zu evaluieren und fortzuschreiben. Es ist nicht so, dass man die Koordinationsstelle nicht kennt. Da laufen die großen Veranstalter schon zusammen da auf. Nur, und da muss sie evaluiert werden, dass wir eine Richtlinienkompetenz mit hineingeben, weil es gibt natürlich sehr wohl fachlich sich auch mal widersprechende oder, ich sage mal, auch in ihren Fristsetzungen nicht konkurrente Auflagen der Behörden. Und hier muss auf Leitungsebene das abgewogen und entschieden werden und das rechtzeitig auch mit dem Veranstaltern, sodass wir da in eine deutliche Erleichterung unter Wahrung von Recht und Gesetz. Das muss ich immer wieder dazu sagen. Wir werden nicht unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anhalten, Gesetze und Rahmenrichtlinien zu brechen. Das sollten wir auch alle miteinander nicht tun, im Interesse der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Aber wir sollten alles dafür setzen, dass es externen Veranstaltern mit einem klaren Vorgehen, mit auch nochmal an Handgabe, wer sind die Ansprechpartner, was sind Fristen, wie läuft das Verfahren, entsprechend das zu erleichtern. Das sind, haben wir miteinander besprochen. Wir haben die entsprechenden Festlegungen getroffen und die Federführung festgelegt. Und ich glaube schon, dass wir hier zur deutlichen Verbesserung kommen. Das haben wir uns zumindest alle miteinander, wie wir hier sitzen, auch vorgenommen. Das war ich in Ergänzung für die Stadtverwaltung. Damit beende ich die Aktuelle Stunde zum Tagesordnungspunkt 3.